Ich denke, von Anfang an war klar, dass Norwich der Favorit war. Ich denke, wir haben unsere Chance, die wir hatten, nicht gut genutzt. Wir sind relativ schlecht ins Spiel gestartet, gleich mit der ersten Situation quasi das Gegentor bekommen. Haben dann eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht und das 2-0 war dann quasi so ein bisschen der Knackpunkt. Kommen dann aus der Kabine, kriegen dann gleich die gelb-rote Karte und danach war natürlich Schicht. Ein bisschen schade, dass es am Ende ein bisschen hoch ausgefallen ist. Ich denke, Norderstedt hat nicht alles getan, um das Spiel so hoch zu gewinnen. Sicherlich verdient gewonnen. Ja, schade, wie gesagt, dass es am Ende so hoch ausgefallen ist. Ja. Ja, ich denke, dass wir von der ersten Minute an da waren. Respekt an den Kampf, den Konda geboten hat. Aber ich glaube, man hat dann im Laufe des Spiels auch den Qualitätsunterschied gemerkt. Das Ergebnis ist vielleicht auch so ein bisschen dem geschuldet, dass Condor mit 10 Mann zu Ende spielen musste zum relativ frühen Zeitpunkt. Aber wie gesagt, Respekt an die Leistung. Wir haben alles gegeben, die auch verdient weitergekommen. Nee, ich denke, man hat auch nach einem 1-0 gesehen, wie wir das Spiel eigentlich bestreiten wollten. Wir wollten natürlich auch nach vorne hin ein bisschen was zeigen. Haben wir, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Klar, dass Norwich vorne gute Spiele hat, ist, glaube ich, allseits bekannt. Und dass es am Ende mit einem Mann weniger eine einseitige Partie ist, ja, war, glaube ich, dann auch dann zu erwarten. Ja. Naja, ich bin eigentlich immer so ein Verfechter davon, dass man erstmal sich selber an die eigene Nase fassen sollte. Ich denke, wir haben zu Recht verloren. Andererseits denke ich, dass der Schiedsrichter heute nicht eine allzu glückliche Figur abgegeben hat, in ein, zwei Situationen vielleicht den Gegner ein bisschen zu sehr bevorteiligt hat. Nichtsdestotrotz denke ich, das Spiel hätte vielleicht auch anders ausgehen können, wenn man drüben nach dem 1-0 den Elfmeter bekommt. Dann steht das vielleicht 1-1. Trotzdem ändert das nichts an der Tatsache, dass Norderstedt der verdiente Sieger heute ist. Also ich fand sie nicht so schlimm. Ich bin auch auf der Siegerseite, das ist klar. Aber generell gibt es natürlich immer Entscheidungen, die knifflig sind und die Condor anders sieht als wir Norderstedter. Das ist normal. Generell muss man sagen, glaube ich, dass die Schiri-Leistung okay war. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.